Man spricht ja Erfahrungswerte, die man sammelt, die einen auch weiterbringen kann. Also ich denke schon, dass wir heute natürlich da auch unsere Lehren ziehen und dann eben auch diese Erfahrung mitnehmen. Ganz klar, die Spanier sind eingespielt über 3 Jahre. Die spielen ja fast immer mit der gleichen Mannschaft und wir jetzt vielleicht seit 6 oder 7 Wochen. Und ich denke schon auch, dass wir da auch in Zukunft eben auch solche Spiele besser bestreiten und vielleicht auch weniger Hemmungen haben. Wir haben jetzt sehr oft schon die Klasse des Gegners angesprochen. Was hätte die deutsche Mannschaft trotzdem besser machen können? Ja, wir hätten so einfach auch, wenn wir den Ball gewonnen haben, schon in der ersten Halbzeit haben wir dann den Ball verlustig gehabt. Das hat in Spanien wieder eben auch die Vorteile gemacht. Ich denke, wir haben, sagen wir mal, unsere Aktionen nach vorne nicht in der Konsequenz zu Ende gespielt und nicht mit dem Mut und mit der vollen Überzeugung, wie es vielleicht in den letzten beiden Spielen der Fall war. Und von daher ist uns nicht gelungen, eben auch die Spanier, sagen wir mal, in Verlegenheit zu bringen, bis vielleicht auf die letzten 20 Minuten. Die Sperre von Thomas Müller, hat die heute eine maßgebliche Rolle gespielt? Ich weiß nicht. Also wir haben ja auch andere Spieler, die jetzt, sagen wir mal, sicherlich auch eine gute Leistung bringen können. Ganz klar seine Torgefahr und natürlich auch seine Wege in die Tiefe und seine Unberechenbarkeit, ganz klar haben wir heute schon auch vermisst. Gab es markante Schwachpunkte in der deutschen Mannschaft, die man vielleicht auch im Hinblick auf die Zukunft hinterher müssen? Ich denke zum Beispiel, dass auf der linken Seite oft gewechselt wurde, auch während des Turniers. Ist das vielleicht ein Punkt gewesen, unter anderem? Es gibt immer Dinge, die man da eben auch in Zukunft verbessern kann und daran arbeiten muss, denke ich, klar. Marcel Janssen hat lange nicht gespielt und so weiter. Von daher haben wir nicht, sagen wir mal, diesen Verteidiger auf der linken Seite wie rechts oder Philipp Lahm, aber das wussten wir ja auch. Ich denke, dass die nächsten Jahre Aroko ist auch ein guter Spieler, der sicherlich jetzt die nächsten Monate da auch noch einen weiteren Schritt nach vorne macht. Ansonsten denke ich, gibt es heute jetzt natürlich Enttäuschung, aber jetzt will ich nicht beginnen, da irgendwelche Kritik zu üben. Diese Mannschaft hat bislang eigentlich auch Tolles geleistet. Die Chance von Toni Kroos. Haben Sie kurz daran gedacht, oh, hier geht noch was? Ja, das war sicherlich so eine Phase, wo wir einfach auch nochmal die Chance hatten und das, er kam frei zum Abschluss. Ich denke, wenn er dort hinspielt, wo der Ball herkommt, nämlich in die andere Ecke, dann wird es für den Torhüter schwieriger, aber auch da kein Vorwurf. Natürlich. War nicht so einfach zu machen. 4 Minuten später dann der Führungstreffer durch Pujol, vielleicht haben wir die Gelegenheit, uns den nochmal anzugucken. Sie waren spieltagsstark, die Spanier, und dann der Siegtreffer ausgerechnet wäre eine Standardsituation. Ja, Pujol ist natürlich auch gut, wenn er in den Ball reinläuft und diese Ecken sind schon auch immer gefährlich getreten worden von Xavi. Gut, passiert und war ein Spieler bei 2 dabei und Pujol kommt eben auch mit aller Wucht zu Kopf. Wir wollen auch gar nicht so große negative Stimmung reinkommen lassen. Die Mannschaft hat ein wunderbares Turnier gespielt, was ja auch im Übrigen noch gar nicht zu Ende ist. Es gibt noch die Spiele im 3. Platz, auch wenn man jetzt nicht dran denken mag, am Samstag in Port Elizabeth gegen Uruguay. Alle reden von dem Team, alle loben das Team, alle loben das Bild, das dieses Team abgibt. Alle loben auch das Trainerteam und das Team ums Trainerteam. Was spricht euch dagegen, dass ihr weiter? Ja, das Turnier ist noch nicht zu Ende. Wir haben gesagt, dass wir uns anschließend zusammensetzen. Jetzt ist ja nicht der Zeitpunkt, um zu sprechen. Ja, aber die Fans haben gerufen, haben gesungen, deswegen ist die Frage ganz aktuell. Im Moment kann ich sie nicht beantworten. Okay, warten wir noch, wie es denn nach dem Spiel im 3. Platz aussieht. Trotzdem nochmal, die Zukunft ist ja durchaus aussichtsreich. Doch trotz der Niederlage heute steht die Zukunft offen, und zwar positiv offen für dieses Team. Was ist das Markanteste, was Sie jetzt nach dem vorletzten Spiel dieser WM über diese Mannschaft sagen kann? Was zeichnet sie aus? Diese Mannschaft zeichnet aus, dass sie spielerisch sicherlich viel mehr kann, als sie heute gezeigt hat, dass wir spielerisch gut waren in dem Turnier, dass wir in allen Spielen auch eine große Dominanz erreicht haben, bis auf das heutige Spiel. Und dass diese Mannschaft auch natürlich von ihrem Charakter her, sagen wir mal, sehr motiviert ist, dynamisch normalerweise ist und eben auch, sagen wir mal, lernfähig und auch, muss ich sagen, einfach auch erfolgsorientiert. So haben wir gearbeitet bis zum heutigen Tage und denke, so wird es auch weitergehen in diesem Spiel. Trotz der momentanen Enttäuschung, wie gesagt, es gibt noch ein Spiel am 3. Platz, was muss jetzt getan werden, dass man das noch mit dem nötigen Engagement angeht, wie man auch bislang die Spiele angegangen ist? Ich denke, dass wir morgen eben die Spieler auch wieder etwas aufrichten müssen. Das sind natürlich jetzt alle enttäuscht. Aber ich denke, das werden wir auch schaffen. Also die Mannschaft wird auch nochmal in der Lage sein, sich um in dem Spiel um den 3. Platz zu motivieren. Das ist sicherlich nochmal ein Ziel, eine Zielsetzung, Dritter zu werden und das letzte Spiel zu gewinnen. Jürgen Löw, bislang trotz allem, trotz der Niederlage heute eine wirklich gute WM. Es hat Spaß gemacht. Wir wünschen viel Erfolg im Spiel um Platz 3. Da sehen wir uns nochmal wieder und freuen uns auf die nächste Antwort. Danke, gleich passiert. So, hier sehen wir nochmal die natürlich faire Geste, das gehört sich so für den siegreichen Trainer.
und ja, hat ihn gleich ein bisschen in den Arm genommen. Wir werden uns noch wiedersehen, kann das vielleicht geheißen haben, denn das klang eben auch so ein bisschen durch. Er wollte es nicht beantworten, aber hat gesagt, so wird das weitergehen. Und ich glaube, er meint es nicht bis Samstag. Ich möchte mich Ihren Spitzfindigkeiten nicht anschließen. Okay. Dann war es fein. Gut, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Du bist missionär. Ich noch mal ein paar Details. Ballverluste in der Vorwärtsbewegung sind auch von Joachim Löw angesprochen worden. Das hatten wir in der Vergangenheit. Ab und zu gab es das immer mal. Aber so in dieser Häufigkeit nicht. Lag es an einzelnen Personen auch. Thomas Müller war nicht da, aber Özil, Podolski waren heute natürlich auch nicht so da wie zuletzt. Ja, ich sag's nochmal. Es lag auch an einzelnen Personen, weil sie ihre volle Stärke nicht erreicht haben, wie sie in anderen Spielen gehabt haben. Aber es lag auch an den Spaniern. Spanier haben das nicht zugelassen. Sie sind unglaublich stark in der Balleroberung. Sie stören den Gegner, der am Ball ist, mit drei Leuten im Raum. Und wenn es auf die andere Seite geht, stehen da auch wieder drei Leute. Sie haben dieses System derartig in Fleisch und Blut drin und haben das so verinnerlicht, wie ich keine andere Mannschaft der Welt kenne. Das können sie unglaublich. Aber man hat ihre Schwächen gesehen in der letzten Phase.